Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Und wir sind immer noch dabei, diesen Diebstählen des Neuropozin hinterherzulaufen. Und, ja. Lesen deswegen sämtliche Mails von allen Leuten durch. Diese Mail kennen wir auch schon von Ted Burger. Überstundenregulierung. Mir ist zu Ohren gekommen, dass angesichts unserer engen Deadline bei vielen von Ihnen Überstunden aufgelaufen sind. Ich möchte Ihnen deshalb noch einmal die Überstundenregelung von Service Industry ins Gedächtnis rufen. Alle Mitarbeiter, deren Arbeitspensum 8 Stunden täglich bzw. 40 Wochenstunden übersteigt, haben einen gesetzlich geregelten Anspruch auf einen Zuschlag in Höhe von 50% des Grundgehalts auf jede geleistete Überstunde. Allerdings möchten wir Sie auf eine weitere Möglichkeit hinweisen. Die Abgeltung aller geleisteten Überstunden durch bezahlten Urlaub nach Projektende. Bitte teilen Sie Ihren Abteilungsleiter bis spätestens Freitag 11 Uhr das von Ihnen bevorzugte Modell mit. Sollten wir bis zum genannten Termin noch nichts von Ihnen hören, geht die Urlaubsregelung. Danke für Ihre Zeit und Ihr Engagement für Service Industry. Ja, toll. Warum bin ich jetzt hier in diesem Büro? Kann ich eigentlich hier raus? Ach, hier sitzen Roy Kennedy und Andrea von Wenzel. Warte, das habe ich aber gelesen, ne? Ja, doch. Hä, ja, was zur Hölle? Okay. Ted Burger haben wir auch gefunden. Den einzigen, wo wir nicht rein können, ist Mike Pine. Hm. Das ist zwar doof, aber was sollen wir machen, ne? Was soll ich machen? Oder gibt es da auch einen Lüftungsschacht? Von einem anderen Büro. Da ist ein Lüftungsschacht drin. Hier habe ich nämlich den Code für. Seht ihr? Das ist es nämlich. So kommen wir auch in das Büro von Mike Pine rein. So, aber erstmal wieder Nachrichten lesen. Juhu. Der Rhenyl-Knotenentwurf einer neuen Generation von Hugh Darrow. Auszug aus einem Artikel in Neo Nature, Mai 2015. Die Neuralknotentechnologie wird von manchen als Meilenstein im Bereich der kybernetischen Forschung betrachtet. Allerdings lassen derartige Kommentare den nötigen Weitblick vermissen. Tatsächlich hatte der Neuralknoten schon immer das Potenzial, über seine Funktion als bloße Schnittstelle zur Einbindung von Cyberware hinauszuwachsen. Diese Implantate, die zu Beginn als Komponenten immer kleiner werdender Handy-, TV- und MP3-Player Bauteile eingesetzt wurden, bestehen zwar aus einer Vielzahl physikalischer Prozessoren, aber der Schlüssel, um ihr volles Potenzial zu entfalten, liegt in ihrer Verknüpfung. Der Knoten wird von einer Software gesteuert, die weitaus effizientere Rechenleistung Hardware ermöglicht. Jeder Input des Nervensystems generiert seine eigenen, teilweise multiplen, auf Vorgängen wie Bewegung oder Erinnerung basierenden Verknüpfung. Ich schlage eine engere Verknüpfung mit Multicore-Prozessoren an die herausragende Multitasking-Fähigkeit des menschlichen Gehirns vor, um damit effektiv die Grenzen zwischen dem üblichen Knotendesign und dem Bewusstsein der Zielpersonen niederzureißen. Auf diese Art und Weise könnten wir für eine Zusammenarbeit zwischen Knoten und menschlichem Gehirn sorgen. Bildhaft gesprochen würden wir so aus einem Staffellauf mit zwei Teilnehmern, bei dem der eine langsamer ist als der andere, eine Tandemfahrt machen. Ah ja. Nein, den Whisky nehmen wir nicht mit. Darauf habe ich gar keine Lust. So, Schublade. Wann gleich denen eigentlich alles das Geld? Nicht, dass sie sich nachher beschweren. Gibt's hier was Spannendes? Cindy Mantis. Es tut mir leid, sei nicht sauer auf mich. Die. Ich wollte doch nur sagen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Das passiert an Tatorten schließlich ständig und wir haben die Auswertung der DNA nie gesehen. Willst du nicht auch glauben? Meng könnte noch leben, sie war schließlich auch deine Freundin. Stimmt das? Ja, Lel hat es mir eben erzählt. Wir arbeiten uns einen Wolf und die streichen uns die Vergünstigung. Das ist doch scheiße. Langsam sehe ich auch schwarz für diesen Laden. Wie sieht's aus? Ziehen wir heute um die Häuser, falls wir hier rechtzeitig rauskommen? Hey, Gail.
Hast du schon gehört, dass die uns den Urlaub streichen wollen? Was soll der Scheiß? Das machen Firmen immer kurz, bevor sie den Arsch zumachen. Tja. Das kann wohl gut sein. So, und damit sind wir auch beim Mike Pine im Büro endlich angekommen. Ganz viel Geld hat er hier rumliegen. Das ist schön. Und wieder ein E-Book. Yay! Die Tinerei der Biologie. Protokoll eines Seminars, das Hugh Darrow bei der Weltbiotik-Konferenz in Tokio am 8. September 2011 hielt. Als nächstes möchte ich gerne eine Studie vorstellen, in der wir die Sicherheits- und Datenschutzeigenschaften eines implantierbaren Cardioverter-Defibrillators IKD untersucht haben. Dieses IKD-Modell, das 2003 auf dem US-Markt erschien, arbeitet mit Hilfe von Herzschrittmacher-Technologie und kann drahtlos mit einem externen Programmiergerät auf einer Frequenz von 175 kHz kommunizieren. Nachdem wir das Kommunikationsprotokoll des IKD unter Einsatz eines Oszilloskopen und eines softwaregeschützten Empfängers entschlüsselt hatten, führten wir mehrere funkgestützte Angriffe auf sensible Patienteninformationen durch. Hier wird Mr. Darrow durch Unmutsbekundungen mehrerer aufgebrachter Teilnehmer unterbrochen. Überrascht blickt er auf. Lautes Klopfen. Bitte, ich bitte Sie, meine Damen und Herren. Es dauert mehrere Minuten, bis sich die Zuhörer so weit beruhigt haben, dass Mr. Darrow fortfahren kann. Hören Sie, ich bin nicht hier, um über die philosophischen Aspekte der Argumentierungsforschung zu reden. Das bedeutet keinesfalls, dass ich nicht weiß, welche Auswirkungen meine Arbeit hat, sondern einzig und allein, dass ich denke, dass andere klügere Köpfe weitaus besser geeignet sind, diese Problematik zu erörtern. Mein Talent, mein Genie, wenn ich es mal so nennen darf, liegt einzig in der Schöpfung dieser Maschinen zur Verbesserung der Menschen. Ich überlasse es zukünftigen Generationen, über mein Werk zu urteilen. Aber lassen Sie mich eins sagen. Zu keiner Zeit in unserer Geschichte als vorherrschende Spezies dieses Planeten hatten wir als menschliche Wesen mehr Macht über unsere Körper als in diesem Moment. Wir befinden uns am Beginn eines Zeitalters, in dem die Tyrannei der Biologie überwunden werden kann. Einem von Geburt an Blinden, einem Menschen, der seine Beine und sein Gehör verloren hat, all diesen Menschen können wir jetzt endlich helfen. Endlich sind wir der Natur nicht mehr hilflos ausgeliefert. Aber die Natur sorgt für kein Chaos. Und wir schon. Das sieht alles sehr interessant aus. Sehr interessant. So, da ist nochmal ein Riegel. Und hier ist nochmal Geld. Und jetzt, wow. Ihre Urlaubsanträge. Mika. Ach, der heißt Mika. Ach, die heißt Mika. Moment mal. Ja, das steht hier auch als A, tatsächlich. Ihre Urlaubsanträge. Mika, ich hatte eben Erin von Every Season am Telefon. Sie meinte, ihre zuletzt in Anspruch genommenen Urlaubstage wären alles andere als Urlaub gewesen. Warum sind sie nicht zu mir gekommen? Hätte ich gewusst, wie schwer es ihnen fällt, auch in die Nähe der Labors zu kommen, hätte ich ihnen helfen können. Passen Sie auf, ich werde mit David reden. Er wird dafür Verständnis haben und wer weiß, vielleicht können wir Ihre Fehlzeiten ja irgendwie reinarbeiten. Sie bleiben jedenfalls fürs Erste zu Hause. Entspannen Sie sich und gehen Sie weiter zu dem Treffen mit Erin. Sie scheint Ihnen gut zu tun. Ist das so? Ja. Moment mal. Wir gucken mal. Ich glaube, die ganzen anderen haben wir schon. Haben wir ja auch schon gehabt. Und auch das Update von denen. Das war jetzt alles total. Oder habe ich irgendwas übersehen? So, hier so ein Lüftungsschacht oder dergleichen? Ich weiß es nicht. Ja, dann suchen wir mal die Treppe wieder auf. Oder versuchen runterzuspringen, was nicht funktioniert. Ach, hier ist eine Treppe. Office 30 bis 34. Cafeteria und Helipad. Eine Rolltreppe, die nicht funktioniert. In keine Richtung. Die ganze Sache ruft böse Erinnerungen hervor. Ich arbeite wirklich gern hier. Aber wenn man weiß, dass jede Sekunde... Gott, ich mag gar nicht daran denken. Was, wenn genau jetzt noch ein paar Radikale durch die Tür stürmen und anfangen rumzuballern? Ich weiß, das wäre schrecklich. Du wärst nämlich die Erste, die...
Ich meine, du wärst... Ja, sie wäre toll. Das ist sehr nett, doch. Aber das sind die Ersten, die sterben. Aktivierung von Zielen. Auf dem Einsatzziele-Bildschirm werden Ihre aktuellen Missionen und Einsatzziele aufgeführt. Sie können hier zusätzliche Informationen finden, um besser zu verstehen, was getan werden muss. Missionen können aktiviert oder deaktiviert werden, je nachdem, ob sie auf Ihrem Radar auftauchen sollen oder nicht. Auch deaktivierte Missionen können erledigt werden. Okay, ich habe jetzt nur den zweiten Teil mir angehört. Aber tendenziell möchte ich erstmal zur blauen Mission, weil das ist ja eine Nebenmission. Mrs. Reed. Oh, Adam. Tut mir leid, du hast mich erschreckt. Und nenn mich bitte Cassandra. Du und Megan, ihr wart lange genug zusammen. Ich habe auf dich gewartet. Hier draußen. Warum bist du nicht reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin wohl noch nicht bereit dafür. Du arbeitest hier, aber für mich ist das auch der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe. Gleichgültig, ach. Ich versuche nicht da. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Es soll vermutlich gar nicht einfach sein. Es gibt anscheinend keinen richtigen Weg, um mit so etwas fertig zu werden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für dich gewesen ist, nach allem, was du durchgemacht hast. Ja, vor 6 Monaten hat sich viel geändert. Ich kann kaum begreifen, wie sehr sie dich verändert haben. Erst konnte ich gar nicht glauben, dass du noch lebst. Wie kommst du damit zurecht? Ich wollte es nicht. Sie sagen, sie hätten mich gerettet. Aber ich bin nicht sicher, ob gerettet das richtige Wort ist. Ich verstehe deine Wut. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn andere so eine Entscheidung für mich fällen würden. Aber trotzdem bin ich froh, dass du noch bei uns bist. Darf ich fragen, warum du mich sehen wolltest? Ja, natürlich, tut mir leid. Ich bin wegen Megan hier. Wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Oder besser, wegen des Standes der Ermittlungen. Was ist damit? Nun, einfach gesagt, ich glaube, etwas ist nicht in Ordnung damit, wie der Fall behandelt wurde. Du glaubst, dass da irgendwas vertuscht wurde? Ja, genau. Nenn es von mir aus Mutterinstinkt, aber bei meinen Gesprächen mit einigen der Ermittler gab es zahlreiche Widersprüche. Und dann traf ich diesen Kriminalbeamten. Er hieß Chase. Er war auch der Ansicht, dass nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde, hat aber keine Beweise. Und jetzt willst du mehr herausfinden. Ich werde nie wieder das Lachen meiner Tochter hören, Adam. Sie wird mich nie mehr anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht. Und ich kann sie nicht fragen, wie ihr Tag war. Sie wurde mir genommen. Mir ist egal, ob ich darauf einen Anspruch habe oder nicht. Ich will wissen, warum es passiert ist. Du bist nicht mehr der gleiche, Adam. Und wir wissen noch nicht, ob es zum Guten oder zum Schlechten war. Aber ich weiß, dass du Megan geliebt hast. Würdest du mir bitte helfen, herauszufinden, was wirklich mit ihr geschehen ist? Belohnung. Für deine, ja... Ich hatte nie Gelegenheit, den Angriff selbst zu untersuchen. Ich kümmere mich darum. Danke. Das bedeutet mir alles, Adam. Wirklich. Als erstes muss ich mit diesem Detective Chase sprechen. Gut. Er hat eine Teilzeitstelle als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court. Ich warte bis dahin bei dir in der Lobby auf dich. Warum braucht ein Detective eine Teilzeitstelle als Wachmann? Oh, er ist kurz nach dem Fall in Pension gegangen. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Vielleicht erzählt er dir ja mehr. Bin unterwegs. Das ist natürlich auch eine interessante Mission. Ach, was ist denn jetzt hier? Man hat mich rausgelassen in die Welt. Okay, ich wühle schon mal im Geld rum. Mr. Jensen, stimmt es, dass der Anführer der Terrorzelle entkommen ist?
Sie waren wohl doch nicht so bereit, wie Mr. Seraf dachte. Wo bitte? Was hat der zu mir gesagt? Ich weiß nicht, wie man die Waffe wieder wegpackt. Wieso? Ups, jetzt habe ich nachgeladen. Einfach. Was war das? Habe dich einfach! Auf den Boden! Ich habe mich jetzt bewusst töten lassen. Weil ich das nicht machen wollte. Aber ich weiß jetzt, wo man Granaten wirft. Das ist doch auch schön. Ha. Gut, lass mir das einfach mal. Die schießen ja auf einen, wenn man hier eine Granate wirft. Warum das denn? Verstehe ich nicht. Vollkommen eigenartig, das ganze Volk. Das ist zu glauben. Wir hatten den Laden umstellt und dann wurden wir zurückgepfiffen. Seit wann befolgen wir Befehle von David Seraf? Vielleicht lag da drin ja irgendein kontaminiertes Material rum. Ich glaube, dieser Mietpulle sollte irgendwas Illegales verschwinden lassen. Wir hätten den Kerl nicht reinlassen sollen. Jensen hat doch gut gearbeitet. Immerhin sind die Geiseln frei. Er hatte Glück. Mein Gott. Was für ein hässliches Auto. Können wir Auto fahren? Na. Müll. Ich glaube diese Geiselgeschichte nicht. Terroristen auf unserem Territorium? Ich weiß. Dieser Taggart behauptet, nichts damit zu tun zu haben. Das glaube ich keine. Aha, sieht alles sehr spektakulär aus. Was ist hier? Was ist das? Was ist das? Was bist du? Anti-Aug-Terrorist auf der Flucht. Der Drahtzieher der heutigen Geiselnahme bei Sam Industries ist auf der Flucht. Sämtliche Strafverfolgungsbehörden des Landes arbeiten bei der Fahndung zusammen. Der hochdekorierte Ex-Marine Ezekiel Seek Sanders ist Anführer der militanten Pro-Human-Aktivistengruppe Purity First. Geiseln aus Sheriff-Werk befreit. SWAT-Teams des DPD verhinderten heute in Milwaukee Junction eine Tragödie, indem sie eine mehrstündige Geiselnahme im Werk von Seraph Industries beendeten und mehrere Arbeiter aus der Gewalt pro-humaner Extremisten befreiten. Das hätte leicht in einem Blutbad enden können, so Sergeant Neil Townsend, der Leiter der Sondereinheit, aber wir wissen, sind nur auf äußerst geringen Widerstand gestoßen. Der Einsatz war ein voller Erfolg. Townsends Worte stehen im krassen Widerspruch zu Augenzeugenberichten der Designers-Gruppe, ein zu zögerliches Eingreifen vorwerfen. Das SWAT-Team hat sich jede Menge Zeit gelassen, haben stundenlang blöd in der Gegend rumgestanden, als hätten sie Angst, sich zu bewegen, so ein anonymer Beobachter. Ist das auch nochmal Zeitung? Jo. Zeitungsautomaten. Wie witzig. Ich sehe mich jetzt mal hier so ein bisschen um, weil ich war ja bis jetzt auch noch nie in der Stadt. Hier, so. Ich wusste gar nicht, dass es so ein bisschen Open-World-mäßig auch gibt. Was ist das? Tastenfeld. Aber ich muss ja hier nicht rein erstmal, ne? Hallo? Ich kann mein Leben führen, wie ich es will. Okay. Und diese kleine Ecke des Universums gehört mir. Das ist schön. Was ist das? Bier. Nein, das nehmen wir nicht. Warum auch immer die Straße dazu ist. Es ist offen, aber ich darf hier nicht rein. Das ist ganz schön gemein. Gibt es eine Karte? Ja. Auch das ist noch ganz überschaubar. Okay, wir wollen ja eh zum Detective Chase. Oh, aber das machen wir allem anscheinend erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gibt es einmal nicht ganz so viel bla bla bla. Die ist auch am Rumwühlen. Hey, das ist mein Zeus. Hey, krass! Wenn das nicht der Captain ist! Mr. Seraf hat dich wieder zusammengepflegt, ha?
Schicke neue Brille und so ein Zeug. Scheiße! Wie geht's, Letitia? Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier noch mal sehe. So viel steht fest. Nicht nach der Sache vor 6 Monaten. Hab gehört, du wärst am Arsch. Tja, ich werd eben gern unterschätzt. Genau wie ich, Captain. Genau wie ich. Hast du ein paar Credits für mich? Ach, liebe Freunde, wir werden mit der Person in der nächsten Folge reden, weil ich habe ja gerade eigentlich schon gesagt, es ist vorbei. Und ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass sie jetzt mit einem redet. Aber was sie offensichtlich tut. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.